Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Abgeordnete, vorneweg, als wir diesen Antrag eingereicht haben, hätten wir uns nicht vorstellen können, dass die Debatte von Ihnen sogar noch weitergehen würde, als Ungeimpfte nur von der Lohnfortzahlung im Quarantänefall auszuschließen, was übrigens schon schlimm genug ist. Seit wenigen Tagen ist mittlerweile sogar eine Debatte im Gang, dass im Falle einer Impfpflicht ungeimpfte, nicht genesene Bewerber von Arbeitgebern aufgrund ihres Impfstatus abgelehnt werden können und das Arbeitslosengeld infolgedessen gestrichen wird. Und gerade die ehemalige Partei der Arbeitnehmersolidarität forciert hier eine arbeitnehmerfeindliche Initiative. Die SPD-Fraktion im Bund prüft derzeit eine Impfnachweispflicht für Arbeitgeber, was diesen dann ermöglicht, den Impfstatus abzufragen. Liebe Kollegen, solche Ansätze der maximalen ökonomischen Ausgrenzung und Erpressung sind zutiefst unethisch und damit gießen Sie Öl ins Feuer. Was nicht mehr erst in der Diskussion ist, sondern bereits in Kraft, ist die fehlende Erstattung der Lohnfortzahlung im Quarantänefall für Ungeimpfte, über die wir heute sprechen müssen. Wir fordern in unserem Antrag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes dahingehend, und das eben über den Bundesrat, dass unabhängig des Impfstatus die Lohnfortzahlung im Quarantänefall weiterhin gewährt wird und diese für den Arbeitgeber auch bei Ungeimpften wieder erstattungsfähig wird. Ein mehrwöchiger Lohnausfall für Ungeimpfte sowie ungeimpfte Kontaktpersonen ist nicht hinzunehmen und übrigens weder verhältnismäßig noch gesundheitspolitisch in irgendeiner Art und Weise nachvollziehbar. Die Entschädigungszahlung gemäß § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz hat sich von knapp 11 Millionen in 2020 auf 135 Millionen in 2021 mehr als verzwölffacht, was zeigt, dass immer mehr Arbeitnehmer in Baden-Württemberg darauf angewiesen sind. Aber jetzt, wo die Kosten deutlich steigen, will man an den Ungeimpften sparen. Muss man denn da wirklich sparen? Ich erinnere nur an die 60 Milliarden, das hatten wir ja heute Morgen auch schon, des Finanzministers Lindner für den Klimafonds. Das Geld scheint ja vorhanden zu sein, nur man pumpt es lieber in irgendwelche ideologischen Projekte, als das Einkommen der hart arbeitenden Bevölkerung sicherzustellen. Und wie so oft bereits in der Corona-Pandemie stellen Sie die Menschen vor Verunsicherungen und vor ein Regelungswirrwarr. Für wen gilt jetzt eigentlich die Entschädigung in Baden-Württemberg? Drohen auch nicht geboosterte, geimpfte Lohnausfälle? Ab wann ist man in einem Monat? Wann gilt man da als genesen oder vollständig geimpft? Welcher Zeitraum? Das ändert sich ja wöchentlich in dieser Regierung. Haben Genesene mit einem rückwirkend verkürzten Genesensstatus einfach Pech gehabt? Wie verhält sich das Land hier? Wer muss um seinen Lohn fürchten? Oder weiß es die Regierung wieder selbst nicht? Die Verunsicherung in der Arbeitnehmerschaft ist groß. Sorgen Sie jetzt für Klarheit. Unser Sozialstaat, für den gerade noch Sie von der SPD früher einmal sich eingesetzt haben, der stand bisher völlig zu Recht allen Deutschen in vollem Umfang zu, ungeachtet ihrer politischen Einstellung, ungeachtet eines Impfstatus. Und da wollen Sie im Bund diese Solidarität, eine über 100 Jahre alte Tradition in Deutschland, schrittweise nach Gesinnungsprüfung aufkündigen. Jeder muss feststellen, dass die SPD den Solidaritätsgedanken aufgegeben hat. Für uns gilt der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, insbesondere im Hinblick auf die Corona-Politik. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und niemand darf für seine politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Ja, normalerweise verwende ich jetzt nicht so viel Zeit für die SPD in diesem Hohen Hause, aber das muss man sich einmal vorstellen, dass gerade die SPD die Erpressung der Bürger und Arbeiter mit kleinem Geldbeutel betreibt, die Schwächsten in unserer Gesellschaft dem Impfzwang durch die Hintertür aussetzt, zeigt, wie weit die SPD sich von echter Sozialdemokratie eines Helmut Schmidt entfernt hat. Helmut Schmidt würde heute die AfD wählen. Und das wissen Sie insgeheim auch. Denn was soll ein junger Familienvater tun? Vielleicht ein normaler Maler und Lackierer im Berufseinstieg, der 1900 brutto verdient? Oder eine Krankenpflegerin nach Berufseinstieg in der Behindertenhilfe mit vielleicht 2000 Euro brutto? Vielleicht ist sogar bereits das erste Kind unterwegs oder geboren.
Für solche Bürger stellt der § 56 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz einen Impfzwang durch die Hintertür dar. Denn nach Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hat der Durchschnitt der 17- bis 24-Jährigen nur ca. 4.600 Euro insgesamt angespart. Ein großer Anteil davon hat übrigens nur wenige hundert Euro auf der hohen Kante. Gleiches gilt für Geringqualifizierte und häufig auch für Frauen, beispielsweise wenn sie nach längerer Erziehungszeit gerade in das Berufsleben zurückkehren. Keiner von den Aufgezählten kann sich hohe Bußgelder leisten. Machen Sie sich doch endlich ehrlich, natürlich zwingen Sie mit solchen Gesetzesparagraphen wie dem Aussetzen der Lohnfortzahlung für Ungeimpfte im Quarantänefall die finanziell Schwachen zur Impfung, denn die Alternative für sie ist keine Alternative, sondern nur Not, Armut und Verschuldung. Aber das kennen wir ja schon von den Grünen, da reiht sich die SPD ein. Eine scheinheilige Wohlfühlpolitik für gut betuchte linksliberale Stadtviertel, die sich von ihren weltanschaulichen Belastungen einfach freikaufen können. Ob bei Bioprodukten, die eigentlich für breite Teile der Bevölkerung erschwingbar sein sollten, ob bei überteuerter Elektromobilität oder energieeffizienten Wohnen, alles teurer und nur wenige können sich das leisten und ihr Gewissen durch den modernen grünen Ablasshandel freikaufen. Linksliberale Politik ist heute eben eine Politik für Superreiche. Und an der Stelle frage ich mich, wo sind eigentlich die ursprünglichen Vertreter von Teilen der Arbeitnehmerschaft, der Gewerkschaften? Tatsache ist, dass vom Großteil der Gewerkschaften wie der IG Metall dazu nichts zu hören ist. Das wundert mich aber gar nicht. Große Teile der Gewerkschaften sind ja bekanntermaßen leider in SPD-Hand. Und diese demonstrieren, da kann ich Ihnen unzählige Beispiele nennen, lieber für AfD-Veranstaltungen, als sich für Arbeitnehmer und deren Rechte einzusetzen. So sieht es nämlich aus. Was allerdings noch besser als das Ende der Diskussion um die Streichung des Arbeitslosengelds wäre, wäre das Ende der Diskussion um die Impfpflicht. Die Voraussetzung für diese unsägliche Debatte heute ist. Aber hier hat man den Eindruck, dass es trotz gesunkener Belastung in den Intensivbetten und rückgängigen Inzidenzen Kanzler Scholz nur darum geht, zu beweisen, noch handlungsfähig zu sein. Völlig losgelöst von gesundheitlichen Überlegungen. Aber das geht nicht, meine Damen und Herren, dieses parteipolitische Kleingeld auf dem Rücken der Schwächsten zu wechseln. Meine Damen und Herren, wenn Sie also nicht mit einer unsolidarischen, diskriminierenden Ausgrenzungspolitik des SPD-Kanzlers Scholz einverstanden sind, wenn Sie lieber auf Aufklärung und freie Impfentscheidung setzen, dann stimmen Sie unserem Antrag bitte zu und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass die Spaltung der Gesellschaft nicht noch weiter voranschreitet. Dankeschön.